Wie jetzt hier unter diesem Tisch ist dieses 5G drin? Für eine ganze Fabrik? Heute starten wir mal einen kleinen Rückblick. Als 2019 die 5G-Frequenzen versteigert wurden, kam nur ein Teil des Spektrums in die Auktion. Ein Viertel der Frequenzen wurde nämlich für industrielle Nutzer reserviert. Unternehmen können so auf ihrem Gelände eigene 5G-Netze bauen, sogenannte Campus-Netze. Denn Fabriken, die ihre Produktion immer weiter automatisieren und vernetzen, haben natürlich ganz andere Anforderungen an 5G als ich jetzt hier mit einem Smartphone. Kann man sich ja vorstellen. Die Telekom hat hier in Berlin zusammen mit Ericsson ein solches Campusnetz installiert, und zwar als reines 5G-Campusnetz, also ohne LTE. Fachleute sprechen hierbei von einem 5G-Standalone. Und das Netz steckt hier in diesem Kasten. Was genau dahinter steckt und wofür Unternehmen das brauchen, das erklärt uns jetzt Antje Williams. Hallo Antje. Hi. Sag mal, was ist denn eigentlich das Campusnetz? Ja, das ist ein Netz für einen beschränkten Bereich, wo wir jetzt hier Mobilfunk anwenden und seit neuestem auch 5G anwenden, um in zum Beispiel für die Industrie was anzubieten. Und was ist die Besonderheit an dem 5G-Standalone-Netz? Das ist die Kombination zwischen einem 5G-Antenne und einem 5G-Core, also sozusagen reines 5G. Hier in der Winterfeldstraße senden wir auf 3,7 Gigahertz. Hier unter diesem Tisch sieht man ja das 5G in the box quasi. Aus welchen Komponenten besteht das denn? Also wir haben hier auf der rechten Seite ist praktisch das Core-Netz, also so eine Art Gehirn des Netzes, der mit der Antenne kommuniziert. Das sieht man da oben, da wo das 5G draufsteht. Dort kommt das Signal an. Und hier daneben ist unsere Edge-Komponente, die sozusagen auf dem Netz oben drauf ist. Und dann eine Software steuert. Diese Software wiederum ist verbunden mit einem Anwendungsfall. In unserem Fall hier ist ein kleiner Roboter, der sich bewegen kann, kann man aber auch für andere Sachen benutzen. Und was genau könnt ihr hier testen? Wir können halt testen, wie passen diese Komponenten zusammen und wie kann ich diesen Roboter am besten steuern. Und wir können vor allen Dingen zum ersten Mal testen, wie funktioniert das Ganze, wenn ich 5G in Reihenformat habe. Campusnetze gibt es in den unterschiedlichsten Versionen für die verschiedenen Bedürfnisse von Unternehmen. So gibt es zum Beispiel die sogenannten Dual-Slice-Netzwerke. Die bestehen zum einen aus einem privaten Netz für die Firma und einem öffentlichen. Das können dann Besucher oder Servicetechniker von anderen Firmen nutzen. Dazu haben wir für euch auch schon mal eine Netzgeschichte gemacht. Die findet ihr hier. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst doch mal einen Daumen hoch da. Und Netzgeschichten-Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!